بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. So, liebe Geschwister, jetzt kommen wir zu unseren sechs großen Fundamenten, die von großer Wichtigkeit sind für jede Muslime. Er sagt, awwalan, erste große Regel. عليكي أن تعلمي علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقومها وأكملها وأجملها أحكام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى. Er sagt, wir haben schon gesagt, عليكي, die muss bewusst sein, mit Wissen, أن تعلمي, dass du weißt, علم اليقين, mit absoluter Gewissheit. Ohne jetzt darauf einzugehen, die Yaqin-Arten, Ilm al-Yaqin, Haqq al-Yaqin, Ayn al-Yaqin. Er sagt, Ilm al-Yaqin, dass du absolute Gewissen darüber haben musst, dass Ahsan al-Ahkam, die besten Urteile, wa aqwabaha, und die, die am richtigsten sind, nicht von Geschöpfen, sondern Allahs, wa akmalaha, und die vollkommensten, wa ajmalaha, und die schönsten, denn er hat uns erschaffen. Er hat uns erschaffen. Er weiß, welche Regeln, welche Anweisungen für uns am besten sind. Also wie kann ich daherkommen und in seiner Schöpfung, die er erschaffen hat, von Himmel und Erde und Mensch, kommen, reinkrätschen und Gesetze erschaffen, Regeln für die Menschen, der selber schwach ist und den Menschen nicht so kennt wie sein Schöpfer. Und deswegen sagt er, betont es hier, alayki an ta'lami, du musst wissen, ilm al-yaqin, als Bestätigung, mit absoluter Gewissheitswissen, an ahsan al-ahkam, dass die besten Regeln und die richtigsten und die vollkommensten und die schönsten ahkamu rabbil alamin sind, die Regeln des Herrn der Weltenbewohner. Schau mal, er betont das hier nochmal nicht umsonst. Die Gelehrten, wenn sie schreiben oder sprechen, sprechen sie mit Sinn und mit Bedeutung. Natürlich, Rabbil Alamin. Und dann sagt er, wa khaliqil khalqi ajma'in. Allah, der Herr der aller Welten. Und khaliqil khalqi ajma'in, der die komplette Schöpfung erschaffen hat. Er weiß doch, was für uns am besten ist. Er sagt in Suratul Mulk, ala ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latiful khabir. Weiß denn nicht derjenige, der erschaffen hat? Und er ist Al-Latif, Al-Khabir, der Feinfühlige und der Allkundige. Er hat dich erschaffen, er weiß, was für uns am besten ist. Er weiß, warum die Frau sich bedecken muss. Er weiß, warum wir fünfmal beten müssen. Das alles kann nur er entscheiden, weil er uns kennt, das Innerliche und Äußerliche. Innahu alimun bidhatis sudur. Er kennt das Innerste unserer Brüste. Und die Gesetze, die er festgelegt hat in seinem Buch, sie scheinen vielleicht brutal, wie manch einer sagt. Aber der Mensch funktioniert nur so, weil er weiß, wenn er zum Beispiel, wenn bei uns in der Religion beispielsweise die Hand abgeschlagen wird, das mag für einen Außenstehenden vielleicht brutal sein, aber Allah subhanahu wa ta'ala kennt diesen Mensch. Und er weiß, wenn diese Abschreckung nicht da ist, wird er wie ein wildes Tier und weiter stehlen und sich vergreifen an Hab und Gut anderen Menschen. Deswegen braucht es diese Abschreckung, Peitschenhiebe, Steinigung, das alles weiß Allah. Er weiß, der Mensch funktioniert nur so. Was macht der Mensch heutzutage? Er kommt und bringt andere Gesetze ins Leben und es bringt trotzdem nichts. Gefängnisstrafe, wieder raus und dann geht er wieder stehlen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Der Sheikh tut das noch unterstreichen mit diesem Vers in Suratul Ma'idah, Sura 5, Vers 50.
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Hier ist eine Frage drin, aber die ist rhetorisch gemeint. Und wer ist besser? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Wer urteilt besser? Welche Urteile sind denn besser als die von Allah? Hier soll keine Antwort folgen, nämlich Allahs. Nein, gemeint ist, es gibt keine besseren Ahkam und Hukm und Urteile als die von Allah. Und in Surah Tin, jeder kennt Surah Tin, Surah 95, die Feige, als er sagte, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Ist denn Allah nicht der Beste, der Richter, der am besten richten kann? Ist Allah nicht der Weiseste derjenigen, die richten? Bella, doch, ja Allah, bist du. Und er sagt in Surah Al-A'raf, Surah 7, die Anhöhen, Vers 87, وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Und er ist der beste Richter. فَإِذَا أَيْقَنْتِ, jetzt der Autor sagt, فَإِذَا أَيْقَنْتِ, فَإِذَا أَيْقَنَتِ الْمُسْلِمَةِ, wenn die muslimische Frau nun diese Gewissheit hat, بِذَلِك, dass Allah der beste Richter ist, لَمْ تَتَرَدَّدْ فِي قَبُولِ أَيِّ حُكْمٍ يَبْلُغُهَا مِمَّا حَكَمَ وَأَمَرَ بِهِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Ja, das geht runter wie... La, 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 la. Er sagt, wenn nun die muslimische Frau diese Verse gelesen hat und sie mit Gewissheit in ihren Herzen eindringen lässt, لَمْ تَتَرَدَّدْ, dann wird sie nicht noch Zweifel haben oder noch nachdenken oder Fragezeichen haben, in was? Fi qabuli ayyi hukmin. Jedes Urteil, was sie erreicht von Allah oder seinem Gesandten, sie wird keine Zweifel haben. Yabluruha, der sie erreicht, mimma hakama wa amara Allahu bihi wa amara bihi Allahu jalla wa ala. Alle Urteile und Regelungen, die Allah subhanahu wa ta'ala gebracht hat, sie wird darin keine Zweifel haben. Warum? Weil sie hat verinnerlicht, er ist der beste Richter. Er weiß am besten, was für mich geeignet ist. Ich nehme sie an und zweifle an nichts und habe keine Fragezeichen. Nach dem Motto, Sami'na wa ata'na, ich habe gehört und gehorche. Punkt. Weil ich habe verinnerlicht, dass er der beste Richter ist. Er hat mich erschaffen, er ist perfekt und will für mich auch nur das Perfekte. Das ist die erste große Regel, die der Autor hier aufführt. Zweite. عليك أن تدركي أن سعادتك وكرامتك مرتبطة تمام الارتباط بهذا الدين وبالطاعة لرب العالمين والتزام أحكامه وشرعه. Er sagt, O liebe Schwester, عليك أن تدركي, du musst wissen und wahrnehmen, dass deine Glückseligkeit und deine Ehre und Stolz verbunden ist, absolut verbunden ist mit nur einer einzigen Sache, بهذا الدين, mit dieser Religion. Die Schwester wird, wenn sie sich nicht an die Religion hält, in Fitna gezogen werden. Und wir wissen, wie die Frauen vom Westen sind. Jeder sieht, jeder hört, wie die Frau hier im wahrsten Sinne des Wortes verkauft wird. Und du, liebe Schwester, er sagt hier, تمام الارتباط. Es hängt nur damit zusammen, deine Ehre und dein Stolz und deine Glückseligkeit an diese Religion. وَبِالطَّاعَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Und indem du dich gehorsam verhältst gegenüber dem Herrn der Weltenbewohner. وَالْتِزَامِ أَحْكَامِهِ وَشَرْعِهِ. Und indem du التزام machst, dich klammerst und festklebst, an ahkamihi wa shar'ihi, an seine Regelungen und Urteile und an seine Religion an sich, wa shar'ihi. Wa anna hazzaki wa nasibaki min as-sa'adati bihasabi hazziki wa nasibiki min at-ta'ati wa al-tizam. Und dein Anteil, sagt er, al-hazz ist der Anteil. Wa nasib, Stück. Also sagt er, die Anteile deiner Glückseligkeit ist dem entsprechend, wie heftig du dich an diese Religion hältst und wie gehorsam du bist. Gibst du nur 5 von 10, bekommst du 5 von 10. Gibst du 100, bekommst du 100. Ganz einfach. Willst du Glückseligkeit haben,
dann musst du gehorsam sein. Willst du Elend und Leid, dann hör auf, gehorsam zu sein. Das meint er damit. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى und Allah subhanahu wa ta'ala sprach schon, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهَ. Schau mal. إِن تَجْتَنِبُوا, wenn ihr Ijtinab macht. Ijtinab heißt, kommt von Jamb, Jim nun Ba, weist auf Seite hin. Das heißt, wenn ihr etwas auf Seite lässt, ja was denn, ja Allah? كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهَ. Die großen Dinge, die euch verboten wurden. Gemeint sind hier die großen Sünden, die Kabair. Und es gibt viele Sünden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte vor 7. Er sagte, ijtanibu sab al-mubiqat. Haltet euch fern von den 7 al-mubiqat. Gemeint sind al-muhlikat, die vernichtenden Dinge. Und hat aufgezählt, Schirk und Magie und das Geld der Weisen zu verzehren. Und ungehorsam zu den Eltern und die keusche Frau der Sinner zu betiteln, etc. Und manche Gelehrten haben ganze Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Imam al-Dhahabi, hat er über 70 große Sünden aufgezählt. Und dieser Vers in Surat al-Nisa, Surah 4, Vers 31, sagt, wenn ihr euch von den großen Sünden fernhält, nukaffir ankum sayyi'atikum, werden wir euch eure kleinen Sünden tilgen, subhanallah. Das heißt, in Klammern nur, halte dich fern von den großen Sünden, Alkohol, Zina, Zins. Hier braucht es jetzt Wissen, du musst wissen, was die großen Sünden sind. Wenn du dich davon fernhältst, werden deine kleinen Sünden automatisch gelöscht. Und das ist auch ein Argument gegen diejenigen, die sagen, es gibt keine großen und kleinen Sünden. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt hier 2 Arten auf, Kabair und Sayyat. Und in Suratu Najm ebenfalls hat er die Einteilung gemacht. Es gibt groß und klein. Nukaffir ankum sayyatikum wa nudkhilkum mudkhala und in einer Lesart madkhalan karima und werden euch ehrenvoll auf eine ehrenvolle Art und Weise Eingang gewähren. Gemeint ist ins Paradies. Also merkt ihr diesen Vers, Sura 4, Vers 31. Und Kabair vielleicht noch als Allgemeinwissen. Jede Sünde, die verbunden ist mit Feuer, wenn du hörst, wer das und das macht, bekommt das Feuer. Oder Fluch, oder Zorn, oder Strafe im Jenseits, oder Entfernung von der Barmherzigkeit Allahs, wisse, dass das als große Sünde klassifiziert wird. وَقَالَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Erfolgreich ist derjenige, der sie reinigt. Gemeint ist die Seele. وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Und zugrunde wird derjenige gehen, der sie das macht. Das heißt eintauchen in Sünde. وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرًا. Er sagt, und Verse in diesem Kontext sind sehr, sehr viele. Also das war Fundament Nummer 2. Zweite große Regel für unsere Schwestern. Dann sagt er, Al-Amru Thalith, oder Al-Amru Thalith, die dritte große Regel. Alayki at-tanabbuhu waffaqaki Allah ila anna al-muslimata laha fi hadhihi al-hayati a'da'un kuthur yas'auna lil-itahati bikaramatiha. Schau mal, subhanallah. Er sagt, Alayki at-tanabbuhu, du musst wach sein und auf der Hut sein. وَفَّقَكِ اللَّهِ, möge Allah dir diesen Erfolg geben, إِلَىٰ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ لَهَا فِي هَذِي الْحَيَاتِ أَعْدَاءٌ كُثُرٌ. Die muslimische Frau, ja gerade die muslimische Frau, hat in diesem weltlichen Leben viele Feinde. يَسْعَوْنَ لِلْإِطَاحَةِ بِكَرَامَتِهَا. Sie wollen sie zum Sturz bringen. Ihre Ehre und ihren Stolz wollen sie nehmen, ihr nehmen. Und sie wollen sie stürzen. Deswegen wollen sie sie auch im wahrsten Sinne des Wortes ausziehen, weil sie wissen, dass das die Ehre und Stolz einer Frau ist, ihre Reize zu bedecken. Und sie wollen dich stürzen, indem sie sagen, zieh dich aus.
وَخَلْخَلَتَ سَبِيلُ وَخَلْخَلَتْ نعم أَعْدَاءٌ كُثُرُ يَسْعَوْنَ لِإِطَاحَةِ بِكَرَامَتِهَا وَخَلْخَلَتِ سَبِيلَ عِزِّهَا. Und sie wollen lockern und es wackelig machen, deinen Weg zur Ehre und zum Stolz. وَفَلَاحِهَا und zu deinem Erfolg. وَسَعَادَتِهَا ja, zu deiner Glückseligkeit. Diesen Weg wollen sie dir wackeln. Sie wollen diesen Weg, den du bestreitest, der Religion, wackelig machen und lockern, auf dass du nachlässiger wirst und nicht mehr ernsthaft deine Religion praktizierst und immer lockerer wirst, ja bis zum absoluten schlimmsten Punkt, in dem du deine Bedeckung ablegst und dann Stück für Stück deine Ehre und Stolz im wahrsten Sinne des Wortes ablegst. وَإِقْشَوْ مَلْ وَإِيقَاعِهَا فِي حَمَأَةِ الرَّذِيلَةِ وَالْفَسَادِ. Und sie wollen dich eintreten lassen. Und fallen wollen sie dich lassen. Wo? فِي حَمَأَةِ الرَّذِيلَةِ. In den Sumpf der Sünden und der Schamlosigkeit. Da wollen sie dich sehen. Und wenn du da bist, bist du nichts mehr wert und sie wollen sich die Nächste holen. وَيُقَدِّمُونَ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُونَ. Und sie tun alles dafür, yuqaddimun, sie geben dafür aus, Millionen und Milliarden von Geldern werden ausgegeben, damit gerade erst recht die muslimische Frau in die Irre fällt. وَيَأْتِي فِي مُقَدِّمَةِ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ الشَّيْطَانِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّ الدِّينِ وَعَدُوُّ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Und an erster Stelle sagt der Autor hier, der erste Feind, der ganz vorne ist, Shaitan. Und das hat er ja auch gemacht im Paradies. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. Er hat ihnen die Kleidung abgezogen. Und daraus haben die Gelehrten eine Regel gezogen. Überall, wo Nacktheit ist, ist auch der Shaitan. Also er will uns die Blöße nehmen, die Blöße zeigen. Nacktheit, Obszönitäten, Freveltaten, Sünden, Schamlosigkeit, das will er sehen. Nacktheit, das soll gesehen werden. Und die Muslima bedeckt sich. Er sagt, nein, ich bleibe zu. Er sagt, Shaitan, der Feind Allahs und der Feind der Religion und der Feind seiner Diener, der gläubigen Diener. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala sprach im Vers, der aufzeigt, dass er unser Feind ist, in Surah Fatir, Surah 35, der Erschaffer, Vers 6. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Gewiss, der Shaitan ist euch ein Adu. So nehmt ihn euch zum Feind. Nehmt den Kampf an. Innama, was ist seine Aufgabe? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Das ist sein Hauptziel. Innama, nur reduziert auf das. Das will er. Was denn? Yad'u, er ruft und flüstert. Hizbahu, seine Anhängerschaft. Wenn du im Volk gehörst, und seine Anhängerschaft. Liyakunu min ashabis sa'ir, damit sie zu den Leuten der Sa'ir, der Glut, das Feuer, der Hölle gehören. Da will er dich sehen. Mit ihm brennen. فَالْوَاجِبُ الْحَذَرُ. So ist doch die Pflicht, sich vorzusehen. كُلَّ الْحَذَرُ. Absolutes Vorsehen ist angebracht. Nicht nur aufzupassen, links, rechts schauen. Nein, nein, mach mal eine Schippe drauf. Warne andere, die dich auch warnen. Schau nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, überall. Du sollst absolut auf der Hut sein. مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ. Vor diesen Feinden sollst du dich in Acht nehmen. الذين غايتهم وأكبر منيتهم أن تتحلل المرأة المسلمة من أخلاقها وآداب دينها وأسباب عزها وفلاحها في الدنيا والآخرة. Also sieh dich vor diesen Feinden. Ihr größtes Ziel, وأكبر منيتهم, ihr größter Wunsch, dass die Frau تحلل, sich löst und frei macht von ihren Charakterzügen,
Die muslimischen Charakterzüge, Schamhaftigkeit, Keuschheit, zurückhalten, nicht in Stellen gehen, die zwieträchtig sind, die Vermischung, die Geschlechtermischungen sind, fernhalten von Stellen und Orten, die nicht gelobt sind bei Allah. Wa adabi diniha, die Regelungen und Benimmregeln deiner Religion, sie wollen dich davon entfernen. Wa asbabi izziha, was eigentlich die Gründe für deine Ehre sind. Wa falahiha, und für deinen Erfolg. Fi dunya wal akhirah, im Dies und im Jenseits. Subhanallah. Dann sagt er, Al-Amru Rabi', die Regel Nummer 4. Das, inshallah ta'ala, teilen wir uns auf für den nächsten Teil, denke ich, wäre besser, damit jeder Vortrag leicht verdaulich ist, inshallah ta'ala, und man nicht überfordert wird. Also sind das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und 6, sind zwar ein bisschen länger, aber machen wir dafür im nächsten Teil, inshallah ta'ala. Hada wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alameen.